Hallo alle zusammen. Weil er sich an ihrem Bellen störte, klebte ein Drogendealer seiner Hündin die Schnauze zu. Sie wäre fast daran gestorben. Der 27. Mai 2015 war ein schöner Frühlingstag in der amerikanischen Südstaatenmetropole Charleston. Die Temperaturen waren bereits sommerlich warm. Für Caitlin war es jedoch der schlimmste Tag ihres Lebens. Die 15 Monate alte Staffordshire Terrier-Hündin irrte unter der siegenden Sonne umher. Seit mehr als einem Tag hatte sie nichts mehr gefressen und getrunken. Nicht, weil sie keinen Hunger oder Durst gehabt hatte, sondern weil sie nicht konnte. Ihre Schnauze war nämlich mit Isolierband zugeklebt. Das Klebeband saß derart straff, dass die Schnauze gefährlich anschwoll. Die Zunge war ganz schwarz. Sie war zwischen den Zähnen eingeklemmt, wodurch sie von der Blutzufuhr abgeschnitten war. Caitlins Leben hing an einem seidenen Faden. Wenn nicht ein geistesgegenwärtiger Anwohner sie entdeckt und die Polizei gerufen hätte, wäre sie elendiglich verhungert und verdurstet. Selbst nachdem die Polizei die arme Hündin der Tierschutzvereinigung Charleston Animal Society übergeben hatte, war nicht klar, ob sie überleben würde. Ihre Verletzungen waren so schwer, dass sie auch nach Entfernung des Isolierbandes weder fressen noch trinken konnte. Die Tierschützer befürchteten zudem, ihre Zunge müsse amputiert werden. Dennoch gaben sie das arme Tier nicht auf. Sie brachten Caitlin in eine spezialisierte Tierklinik, wo sie mehrfach operiert wurde. Mittlerweile geht es der Hündin besser. Durch Sauerstoffüberdruckbehandlungen gelang es, den größten Teil ihrer Zunge zu retten. Während sich die Hundedame in der Tierklinik erholte, suchten Ermittler der Charleston Animal Society zusammen mit der Polizei nach dem Täter. Da Caitlin einen Chip trug, war die Adresse ihres Vorbesitzers, eines örtlichen Drogendealers, leicht herauszufinden. Dieser gab an, die Hündin einem Kollegen namens William Dodson für 20 US-Dollar verkauft zu haben. Dodson wurde festgenommen, als die Polizei auf seinem Grundstück Spuren desselben Isolierbandes fand, mit dem er Caitlin die Schnauze zugeklebt hatte. Später sagte ein Zeuge aus, Dodson habe ihm gegenüber am Telefon die Tat gestanden. Er habe Caitlin die Schnauze zugeklebt, weil sie nicht aufgehört habe zu bellen. Am 24. März 2007 wurde der damals 43-jährige William Dodson zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Der zuständige Richter sagte während der Urteilsverkündung, er wünschte, er könne eine höhere Strafe verhängen. Doch 5 Jahre sind in South Carolina die Maximalstrafe für Tierquälerei. Im April dieses Jahres war Dodsons Entlassung auf Bewährung fällig. Er befindet sich allerdings weiterhin hinter Gittern. Denn kurz vor seiner Verhaftung wegen Tierquälerei erwischte ihn die Polizei bei einer Verkehrskontrolle mit einer geladenen Waffe und Drogen. Dafür muss er nun weitere 15 Jahre in einem Gefängnis absitzen. Caitlin hatte derweil Glück. Sie trägt zwar immer noch eine gut sichtbare Narbe auf ihrer Schnauze und vor unbekannten Männern hat sie Angst, aber die Staffordshire Terrier Dame kam zu einer verständnisvollen Pflegefamilie, wo sie mit 3 weiteren Hunden zusammenlebt und bei den Kindern auf dem Bett schlafen darf. Ihre Geschichte verbreitete sich in Windeseile um die ganze Welt. Viele Menschen spendeten für ihre Behandlung. Dabei kam so viel Geld zusammen, dass es auch für die Rettung anderer misshandelter Tiere reicht. Caitlin lässt sich von ihrer Berühmtheit nicht beirren und genießt das neu gewonnene Leben in vollen Zügen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.